Ich würde sagen, Thorsten, mach mal den Anfang. Ja, Thorsten, komm, du warst noch nicht dran. Thorsten, du hast noch nie den Anfang gemacht. Go! Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Herzlich willkommen zu Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Thorsten Sträter. Gary Streberg. Und Hennes Bender. Guten Tag. Genau. Es ist die Vorweihnachtszeit. Wir sind sehr, sehr dicht davor. Wir haben es fast geschafft. Wir sitzen im Südflügel des Gebäudes. Diesmal bei mir in Waltrop. Butler Alfred hat Getränke gebracht. In der Tat, in der Tat. Und die Stimmung ist andächtig. Vorweihnachtlich. Hart vorweihnachtlich. Erstmal ein Sprudel. Wir machen es schön Sprudel, klaren machen wir uns auf. Sprudel. Das soll uns schmecken. Später schwingen wir noch das Tanzbein. Ich habe alle schon drauf. So, das kann ruhig mal, das ist schon. Was auch schön wäre, sehr, sehr gerne mache. Oh, jetzt könnte man es direkt als Werbung so im Radio. Ja. So. Ja. Das erfrischt. Jetzt ein Podcast. Jetzt müssen alle pinkeln wahrscheinlich. Was auch schön wäre so eine Kaffeemaschine, die im Hintergrund durchläuft. Ja. Wie bei dem wunderbaren Hörspiel Weihnachten bei den Pfannenbergs von Helge Schneider. Da läuft die ganze Zeit so eine Kaffeemaschine im Hintergrund durch. Das ist ja, ich sag schön. Mal Prost. Prost und Klong. Ja. Prost. Nein, das sind die guten Gläser. Ich habe extra die guten Gläser rausgeholt. Sehr schön, sehr schön. Bin ich der Einzige, der jetzt A gesagt hat? Nee, ich habe auch A gesagt. Ja, aber ich habe A gedacht. Ganz leise. Du hast A gedacht. 2013 ist fast vorüber. Es ist der 5. Podcast. Ziehen wir Bilanz, schauen wir nach vorne, was machen wir heute? Ja. Ja. Ja, wir ziehen Bilanz. Ja, was waren, haben wir so eine Top-10-Liste irgendwie? Was waren die besten Filme? Also wollen wir erstmal am Anfang über den Film reden, der jetzt gerade aktuell ist, den Thorsten noch nicht gesehen hat. Ja, sicher. Carrie. Carrie. Also, genau. Ist Englisch, Carrie, heißt so viel wie tragen. Genau. Ist ein Bombenknüller. Genau, ja, es ist ein Film nach, inspiriert von dem Lied von Europe. Carrie, die zweite Single nach Final Countdown. Ja, genau. Und hast du den gesehen? Du hast ihn gesehen? Nee. Final Countdown habe ich gesehen, aber ich mache auch den Kirk Ton immer weg. Ich mache die Frisur einfach. Mit Kirk Douglas, genau. Final Countdown, das war auch so. Nein, hast du Carrie gesehen? Ich habe Carrie gesehen. Okay, du hast Carrie gesehen. Ich habe Carrie gesehen. Dann kannst du uns ja was über Carrie erzählen. Ich kann euch was über Carrie erzählen. Er ist genau wie im Buch. Und, ist das gut? Ja, er ist erstmal gut. Splitscreen? Wie Splitscreen? Ja, aber was mir bei der Brian De Palma-Verfilmung auffiel, war halt am Ende das doch recht blutige Finale, ohne jetzt viel zu spoilern. Hat er dann doch mit der sehr innovativen Form des Splitscreens gelöst. Ja, nee, da ist das anders. Bei Carrie machen die das so, dass sie Tabletten kriegt und dann passiert nichts mehr. Okay, so, das ist okay. Gut. Na, das ist also, es gibt kein blutiges Finale in dem Sinne, es wird einfach pädagogisch gelöst. Nein, es gibt ein ultra blutiges Finale. Gut. Spezialeffekt geladen. Das Mädel spielt das toll, den Namen habe ich schon vergessen. Chloe Gnosino. Ja, genau. Aber von der werden wir noch viel hören. Ja. Aber eigentlich hören wir schon viel. Die ruft viermal am Tag an, du, wirklich. Ja. Ja. Und das war schon gut, aber absolut erwartbar. Das heißt, ich habe mich auf hohem Niveau gelangweilt. War aber begeistert von Julianne Moore, die psychoreligiöse Übermutter so spielt, dass man echt wegrennen möchte. Hat jemand in dem Film einen schizophrenen Schub gekriegt und hat schlecht gebärdendolmetscht? Das interessiert mich noch. Das hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist ein Job, den ich... Das Problem ist, dass das jetzt verschenkt ist, als Nummer, dass man es mal schreiben kann. Ja, aber die Welt ist schlecht, hat er ja gesagt. Und Gary, du weißt, von wem wir reden. Ja, bei der Beerdigung von Nelson Mandela. Also wenn es nicht so traurig gewesen wäre... Ich musste laut lachen. Einerseits ist es nicht schön, andererseits ist es genau mein Humor. Es ist selten, dass du... Ich meine, tragisch ist dahinter, dass der wohl auch kein unbeschriebenes Blatt ist, kriminell. Aber ich muss sagen, also Phantom-Dolmetscher, ich würde es machen. Für die UNO alles. Aber es ist auch, was ich so unglaublich finde, ist dieser Hintergrund. Die Beerdigung, die Trauerfeier eines der geilsten Typen, die je gelebt haben. Und da stellt sich einer neben Barack Obama und sagt, zweimal Pommes bitte mit. Es ist einfach. Kinder, die was wollen, kriegen es auf die Bohnen. In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Es ist eigentlich eine sehr gut produzierte, sehr hochwertig teure Comedy-Nummer gewesen. Du musst es halt bringen. Du musst es bringen.
Wahrscheinlich hat das seine Frau vor ihm gesagt. Pass mal auf, du gehst da raus, du stellst dich neben Barack und du bringst es. Das ist jetzt dein Moment. Genau. Du musst nur an dich glauben, dann schaffst du es auch. Es hat doch mal bei irgendeiner britischen Nachrichtensendung, da haben sie doch mal den Taxifahrer, haben sie doch irgendwie so als Talkgast drin gehabt. Und irgendein Taxifahrer. Da war ein Taxifahrer, der hat wohl auf irgendjemanden gewartet da und die vom Team haben gedacht, das ist ein Gast. Und mit dem müssen wir jetzt über die Probleme im Mittleren Osten reden. Und dann saß der arme Kerl da und die hat ihn wirklich interviewt. Und er hat sich so gut wie möglich versucht, da rauszureden. Das ist doch dann inspiriert worden von Graham Linehan, hat das doch dann in IT Crowd. Ach ja, natürlich. Ja, da gab es doch eine Episode, wo der Moss auch in so einer Fernsehshow. Sagen, wenn jemand Ahnung hat von der Welt, dann Taxifahrer, oder? Ja, genau. Die hören ja alles. Ja, der kam aus Jamaika. Aus der Strecke jetzt. Ja, hören die alles genau. Drauf. Ja. Also Carrie kann man machen. Meine Blu-ray-Premiere des Monats. Ich weiß nicht, der ist schon ein bisschen länger draußen, aber was ich geguckt habe, den muss ich auch mal abgeben. Der liegt seit 4 Tagen hier rum und man kommt ja zu nichts. Auftritt ist The Incredible Bird Wonderstorm. Okay. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn ganz nice. Ja. Ich habe großen Spaß gehabt. Okay. Ich hatte großen Spaß an Steve Buscemi. Ich hatte großen Spaß an Steve Carell, ja. Der es großartig gespielt hat. Jeder in dem Film war gut. Auch Bully mit beiden Sätzen, die er gesprochen hat. Ja. Und der war plötzlich weg. Mit einmal war er weg. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der hatte Mikrorolle, es macht Spaß, die Musik ist gut. Das ist geil, ja. Ich muss zugeben, das ist geil. Gut. Jim Carrey ist sensationell in dem Film. Der Film ist gut, der muss geguckt werden. Ja. Ich werde ihn mir als Vorbereitung für Anchorman 2 angucken. Ich denke auch. Das kann man gut machen. Ich denke auch, Anchorman 2. Ich freue mich sehr auf Anchorman 2. Anchorman ist für mich eine der unsterblichen Komödien. Den kann ich mir so oft angucken. Und ich sage nur, I love Lamp. Der unsterbliche Satz von Steve Carell. Gut. Also Carrie ist okay. Gary hat gestern mal einen Film gesehen, den ich auch jetzt schon gesehen habe. Auf den wir lange gewartet haben, ein Jahr. Ja, genau. Und zwar die Fortsetzung von Der Hobbit. Der Hobbit, Schmaukseinöde. Ganz genau, Schmaukseinöde. Ja. So, Gary, du hast ihn gestern gesehen. Ja, ich bin begeistert. Also es war der Film, viele haben sich ja mokiert. Im Vorfeld? Ja, was heißt viele? Roland. Wie heißt das Wort? Mokiert. Mokiert. Ach ja, kommt ja vom Mokiert. Also, viele haben ja im ersten Teil, das war denen ja zu langatmig, die ganze. Aber wenn man das jetzt mal. Gedöns, die ganze Exposition. Ja, aber es war die Exposition, es war die Vorbereitung irgendwie. Von daher ging der zweite Teil ging natürlich sofort los wie. Naja, viele haben ja gesagt Tonnenkäse. Wahrscheinlich die. Was war das jetzt für eine Analogie, Gary? Wie Tonnenkäse? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, wo kommst du aus dem Ruhrgebiet oder nicht? Ich noch nie gehört. Ja, los wie echt rennende Pappkartons. Ja, das verstehe ich. In Byzanz. Also viele haben im Vorfeld gesagt, schon wieder so eine Hobbit-Scheiße, dann geht halt nicht im Vorfeld, hä? Ich war im Vorfeld, bin aufgetreten, muss auch sagen, da haben es viele im gesagt. Vorfeld ist eine sehr unterschätzte Stadt. Ja. Der Film geht sofort los mit einem Cameo. Der macht keinen Scheiß, ehrlich? Der geht sofort los mit dem Cameo von Peter Jackson. Er fängt wirklich sofort an, also im Kino haben auch alle ihn erkannt und auch gelacht. Fängt an, es gibt einen Rückblick direkt, ohne jetzt, wie wollen wir das jetzt machen? Man kann den Hobbit nicht spoilern, weil eigentlich sollte jeder wissen, was passiert. So. Ja. Sag mal so. Also es gibt gehen wir mal chronologisch durch die Sequenzen. Die Sequenz, wo die Zwerge mit Bilbo in den Wald gehen und diese Sporen zu sich nehmen. Ja. Ja. Und dann doch mehr oder weniger bekifft sind. Genau. Ich habe noch nie im Film eine so glaubwürdige Darstellung des Bekifftseins gesehen wie im Hobbit. Ja, ja. Die Einöde von Schmaus. Noch nicht mal in Fear and Loathing in Las Vegas. Das ist wirklich, so ist es. Also Kinder, nehmt keine Drogen, guckt euch den Hobbit an. So dann ist es, wenn man Bescheid. Ja. Genau. Die Spinnensequenz war großartig, ganz toll. Ich bin sehr froh, dass ich ihn erstmal in 2D gesehen habe, sodass ich jetzt mich auf die Schreckmomente noch mehr freuen kann, weil ich weiß jetzt auch ungefähr, wann sie kommen. Man kann sich das schon ungefähr vorstellen. Ja, aber vorstellen. Dann sind es doch keine Schreckmomente. Ja, aber trotzdem, er ist in 2D schon großartig. Dann kommt, und da müssen wir jetzt drüber reden, dann kommt die Fasssequenz. Ja, die... Die Fasssequenz, da sind Leute neben mir und ich auch aufgesprungen und haben laut geklatscht und gejohlt. Boah, ich hasse das, wenn Typen das im Kino machen. Nein, es ist einfach großartig. Nee, im Kino klatschen ist klar. Ich meine, die hören das ja auch, die Darsteller. Ja. Also man kann nicht mal eine Bügelwäsche machen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja, Entschuldigung, aber wir reden über, das ist ja der Podcast. Aber du hast ja das Buch gelesen.
Das ist das Buch gelesen vom Hobbit, oder? Das ist ein Buch. Das basiert Hobbit auf einem Buch. Ja, sicher, aber die erste, da waren noch 40 Seiten Zimmerbeschreibung am Anfang. Da habe ich wieder weggelegt. Wie bist du denn drauf? Ja, du. Ich gucke den im Kino und dafür ist Kino gemacht, verstehst du? Ja, gut, aber wir reden jetzt über den. Da musst du jetzt mal eben rausgehen, wenn wir jetzt. Das ist immer so. Die Fasssequenz ist großartig. Ja. Also hätte von Spielberg auch. Ja, klar. Also das war, es kommt sehr an die, an was sie mich erinnert hat, ist die Chase-Sequenz aus Tim und Struppi. Oder ich fühlte mich sehr an Wallace and Gromit erinnert. Ja, es ist Cartoon. Es ist Cartoon, es ist Cartoon-Gewalt. Es fliegen Köpfe, Peter Jackson-Style mäßig. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sequenz. Ja. Der Film hat ein paar Längen. Die Liebesgeschichte, die angedeutete Liebesgeschichte zwischen dem Kili und der Tauriel. Gespielt von Evangeline Lilly, dient einfach nur dafür, dem doch sehr ansehnlichen Darsteller von Kili mehr Screentime zu geben. Ja. Und ich sag einfach mal so, die Ohren von Evangeline Lilly sind wunderschön, muss ich wirklich sagen. Also die, das ist unfassbar schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, sie hat ja die Kate gespielt bei Lost. Ja. Und sie jetzt mal endlich auf einer großen Leinwand zu sehen und überhaupt sie mal wieder in einer vernünftigen Rolle zu sehen. Hat einer Real Steel gesehen von euch? Ja, ich habe Real Steel gesehen. Zweimal. Ja, also ist einmal alleine, einmal mit Kind. Also ist er. Ich sehbar. Was ist er? Das ist nicht sehbar. Es ist in Ordnung. Pass auf, nein. Aus dem Genre boxende Roboter ist das ein Meisterwerk. Ja, absolut. Okay. Das ist eine Referenz. Das ist der einzige boxende Roboterfilm. Aber das ist eine Referenz, okay. Wo ich auch sagen muss: Umsetzung. Roboter, Vater-Sohn-Konflikt, Jackmans Rasur, Setting und Evangeline. Musik, ich erwarte die ganze Zeit, dass Musik kommt. Aber es kommt doch jetzt. Es kommen doch jetzt, also nicht Boxenroboter, sie wollen doch Roboter einsetzen, so bei den Katastrophengebieten, um Leute aus irgendwelchen Sollbruchstellen da rauszuholen. Ja, aber erst machen sie einen Film mit Robotern, alles in Katastrophengebiete verwandeln. Ganz wichtig, das ist das Transformers 4. Ich freue mich auf Robocop übrigens. Habe ich gestern den Trailer gesehen. Ja. Auch. Ja. So, ganz kurz, um beim Hobby zu bleiben, Schmauk. So, also heißt der nicht Smaug? Smaug oder Smaug-Schmerz. Das ist ja von Tolkien die Sprache. Schmaug. So, ich habe ihn im Original gesehen, du auch. Ja. Er ist, soweit man von einem Drachen über Lippen sprechen kann, er ist lippensynchron wie ich noch nie. Ich habe da gesessen und ich habe die ganze Zeit versucht zu denken, es ist nur eine Computeranimation, es ist nur eine Computermalwitz. Aber es ging nicht. Ich habe noch nie so etwas gesehen und es gab schon gute Drachen. Ich fand den in Dragonheart schon mal nicht übel. Der war gut. Sean Connery. Mario Adorf. Auch gut rübergesetzt. Sehr gut. Aber Smaug ist die ganze Sequenz, ich könnte mir das jeden Tag angucken, ganz ehrlich. Ich habe noch nie sowas Geiles, Gutes gesehen. Hennes hat mich angerufen, ich war auf dem Großmarkt. Unfassbar. Und Hennes meinte, am liebsten möchte ich jetzt rechts ranfahren und mir ein Kino suchen und nochmal reingehen. Ja, ich glaube, er war begeistert. Nee, es ist unfassbar. Es ist unglaublich gut. Benedict Cumberbatch ist super auf Deutsch. Sascha Rotermund. Macht es Sascha Rotermund? Der unvermeidliche Sascha Rotermund, Batman in den Hörspielen sehen und alles Mögliche. Nein, Smaug ist ein absolutes Meisterwerk. Das ist ein Knaller. Ja. Das ist unfassbar. Die werden einfach das Problem jetzt mit dem dritten Teil haben. Es wird im dritten Teil noch ein bisschen Smaug geben und danach gibt es noch die Schlacht der fünf Armeen. Und dann wollen wir mal gucken. Also ja, super, ich habe das Buch nicht gelesen. Danke, Hennes. Ja, okay. Also ich kann nichts dafür, da du Bruce mit... Bruce Willis ist die ganze Zeit tot. Ich kann nichts dafür, dass du mit Mitte 50 den Hobbit noch nicht gelesen hast. Ja, es tut mir leid. Ey. Ja. Ich wusste nicht, dass das eine Lücke ist. Das hast du auch so. Du musst nein, ich habe... Ja, aber du kriegst keinen Stress dazu. Ich habe auch Stress gekriegt. Hier? Ich bin angeguckt worden. Aber der Cliffhanger ist schon gemein, mal einfach zu sagen. Ja, natürlich. Ja, aber es ist ein Cliffhanger, der es ist toll. Also es ist ein ganz, ganz... guter Cliffhanger. Er ist auch viel besser als der erste Teil, muss man sagen. Also, ja, aber wie gesagt, das führe ich darauf zurück, dass einfach im ersten Teil viel mehr Exposition war. Und, Special Effect des Films ist Smaug und die Frisur von Stephen Fry. Ist auch... Was interessant war, ich kann mich erinnern, letztes Jahr, da gab es doch diesen riesen Aufschrei, weil der war doch, glaube ich, mit 60 Frames per Second gefilmt. Und da gab es dann diese... wieder bei dir nebenan im Esszimmer. Ganz genau. War das jetzt hier auch so? Ich weiß nicht, wo du ihn gesehen hast. Ich habe ihn in Metropolis gesehen, im Bahnhofskino. Alten Bali. In meinem alten Bali, ja. Da habe ich gesessen, da habe ich meinem Sohn hast erzählt. Da hast du die warme Fleischwurst bei... Da bin ich rausgeschmissen worden bei Dawn of the Dead. Das kann man gar nicht oft... Wir haben das schon, glaube ich, schon mal erzählt. Nein. Man kann das nicht oft genug erzählen. Gary ist damals rausgeflogen, weil er bei Dawn of the Dead eine warme
Fleischwurst. Aber man muss, das ja auch wissen, das war ja ein Bahnhofskino und Bali steht ja für Bahnhof Lichtspiel. Und man muss wissen, dass man die Filme da unendlich lange sehen konnte. Von morgens 8 Uhr bis abends um kurz vor 12. Wenn man unendlich lebt, kann man die auch so sehen. Und das war ja die Zeit, wo es keine Videorekorder gab. Und also die einzige Chance, sich so einen Film nochmal anzugucken, vor allen Dingen das Bali, da gab es ja... Das Geile ist, dass du ein großes... Ich finde es auch gut, dass du eine Lanze brichst fürs Kino. Ja. Bin gespannt, wie du gleich den Drift kriegst auf die heiße Fleischwurst. Du konntest halt die ganze drin bleiben und dann... Wir haben uns echt gefreut, dass wir den Film endlich mal mehrmals sehen konnten, weil dann war er ja wieder weg. Warum hast du eine warme Fleischwurst gegessen? Herr Strebeck, Sie stehen hier vor Gericht. Das war Proviant. Ich habe mich auf einen langen Tag... Ein Zombie-Film, eine warme Fleischwurst. Erzähl mir nichts von Proviant. Wenn sie warm war, hast du sie als allererstes ausgepackt, als du dich da reingesetzt hast. Das ist einfach nur widerwärtig, verstehst du? Tatsache war, der Geruch hat wohl einige Leute aufgeregt. Ja, natürlich! Entschuldige, das ist ein Dawn of the Dead, George A. Romero. Da fliegen Gedärme durch die Gegend. Und dann kam die Frau da mit ihrem Lichtschwert und dann sagte einer, der war das. Und dann musste ich gehen. Also wenn Sie in Bochum mal sind... oder wenn Das ihr heißt, ich musste meinen Salat musste ich draußen essen. Ja, dein Fleischsalat. Wenn ihr in Bochum mal seid, es gibt ein sehr schönes Kino am Bahnhof, das Bali-Kino, historisch... das heißt jetzt Metropolis. Metropolis, aber die Türgriffe, da steht immer noch Bali. Und es ist das Kino, wo Gary Strebeck bei Dawn of the Dead eine warme Fleischwurst aß. Ganz genau. Welche Reihe? Das ist in der siebten, glaube ich. Da habe ich übrigens in Bali, habe ich übrigens im Sommer 94 oder 93, im Sommer 94, sturzbetrunken Nightmare Before Christmas gesehen. Weil es wurde ein geheimer Disney-Film angekündigt. Es war im Sommer, es war bullenwarm. Ich war vorher auf einer Party, ich war total besoffen. Und einer sagte, oh, die zeigen den neuen Disney-Film. Und ich dachte, es wäre König der Löwen. Und dann begann im Sommer Nightmare Before Christmas und ich war hackendicht. Das war so ein Kinoabend, den vergisst man nicht. Also, ja, das glaube ich. Also, nur um die historische Signifikanz dieses Kinos. Ich habe mir vor ein paar Tagen eine super Dokumentation angesehen über Roger Corman. Ja. Viele von uns kennen ihn. Persönlich nicht. Aber schön. Ja. Roger Corman ist der Filmproduzent, der berühmt geworden ist durch seine ganzen B-Filmproduktionen. Zusammenarbeit mit dem jungen Jack Nicholson. Jack Nicholson, James Cameron hat quasi bei ihm gelernt. Demme, der Regisseur von Schweigende Lämmer. Jonathan Demme, genau. Das sind alles Joe Dante. Also das waren auch, die wurden auch alle interviewt und ist mir auch aufgefallen. Französischer Bruder, Remy Demi. Und natürlich Demi Moore. Früher hatte ich immer gedacht, mein Gott, die Roger Corman-Filme irgendwie... Wann kommt die warme Fleischwurst? Halt doch mal die Schnauze. Wo kann man die denn sehen? Und dann ist mir aufgefallen, als ich die Dokumentation gesehen habe, dass ich 90% der Filme tatsächlich alle im Bali-Kino gesehen habe. Also das war das typische Bali-Kino-Programm, die Roger Corman-Filme. Und das Tolle ist, dass es dieses Kino immer noch gibt. Was lernen wir daraus? Geht in die kleinen alten Kinos. Ganz genau. Geht ins Union in Bochum. Da riecht es immer nach Urin, aber das ist egal. Das stimmt nicht. Das riecht ganz oft auch nach warmer Fleischwurst. Ganz genau. Absolut. Eine Mischung. Gut, also der Hobbit Teil 2 Smaug, ganz fantastisch. Ich bin noch nicht so weit. Ich danke euch für den Hinweis. Der Drache ist ein Meisterwerk der digitalen CGI-Filmkunst. Also es ist unfassbar. Sowas hat man noch nicht gesehen. Ich war gestern in Tribute von Panem 2. Ja. Catching Fire. Ich möchte dieses Jahr keine Filme mehr sehen, keine zweiten Teile mehr mit Cliffhanger. Auch das war ein zweiter Teil mit Cliffhanger. Ja. Er war sehr gut. Mir hat der erste Film ja schon sehr gut gefallen. Ich kann mir eigentlich jeden Film angucken, wo Jennifer Lawrence hautenge Thermoprenwäsche trägt. Das ist sehr schön anzusehen. Sie ist unglaublich gut als Schauspielerin. Sie ist, ich glaube, von der werden wir noch viel hören. Ich warte auf American Hustle. Auf jeden Fall, da sieht sie auch ganz toll aus. Ja. Auch da ist der Überkämmer von Christian. Deswegen gucke ich den jetzt nicht, aber von Christian Bale ist auch wunderschön. Auch der Glatzen, also Jeremy Renner und wie heißt der? Brad Pitt. Auch aus Silver Linings. Bradley Cooper. Bradley Cooper, ganz genau. Ja, da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. Bradley Cooper mit Locken. Tribute von Panem 2 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein sehr intelligenter Film. Ganz tolle Actionsequenzen auch drin. Ja. Ein toller Film. Top. War ein gutes Filmjahr dieses Jahr. Tatsächlich.
guck, Gary, guck auf seinen Zettel. Ich guck auf meinen Zettel gucken. Was gibt's noch zu erzählen? Iron Man 3, ja, ist gelaufen, gibt's auf Blu-ray, ist toll. Ja, war ja der erfolgreichste Film bisher dieses Jahr, Iron Man 3. Silly Schmielinski muss ein Spezialding sein, oder was steht unter das ist Iron Man? Steht da noch Gary. Ach so, okay, ist ja. Gary hat seine Zettel, aber was steht da unten noch? Warme Fleischwurst besorgen. Silly Schmielinski, genau. Das ist für mich so ein ganz kleiner Art. Ja, World War Z. Ganz ehrlich, war für uns eine Überraschung. World War Z, pass auf, können wir uns einmal geeinigt. World War Z oder World War Z? Ich höre ihn immer im Fernsehen angekündigt als World War Z mit Brad Pitt. Es ist also World War Z, ne? XYZ. Ja. World War Z. World War Z klingt so ein bisschen tuckig. Ich meine das nicht böse, ich bin ein großer Schwulenfreund. Aber ich finde, es klingt ein bisschen tuckig. Und ich muss sagen, Überraschung. Brad Pitt sah aus wie immer, hat er ordentlich gemacht. Von groß auf klein, guter Zombie-Film. Guter Weihnachtsfilm gut. Vielleicht. Guter Weihnachten, es kommt drauf an, wie du Weihnachten feierst, aber generell. Genau, es kommt drauf an, wie du Weihnachten definierst. Ja, gut, alles klar. Wenn Zombies dazugehören, dann ist das unbedingt dein Film. Nein, also Film mit wenig Erwartungen bin ich reingegangen und bin nicht enttäuscht worden. Ein Zombie-Film, wo jedenfalls im Kino absolut kein Blut gibt oder ganz, ganz wenig. Ja, auf der Blu-ray. Da schrieb es dann die umso Soße mehr. Knöchel hoch. Ja, Knöchel hoch. Was ja, steht das so auf der Packung? Was? Wenn ich die machen würde, was man von Django Unchained auch sagen kann. Absolut, großartiger Film. Genau. Großartiger Film. Und wo wir schon bei Spritzen sind. Oh Gott. Was kommt denn jetzt? Was kommt jetzt? Nee, jetzt habe ich mich verrannt. Jetzt habe ich mich verrannt. Die besten Cum-Shots des Jahres, oder was? Sag mal, wo wir schon bei Spritzen sind, Star Trek, wie bist du denn drauf? Ja. Haben wir eigentlich eine Jugendfreigabe für den Podcast? Jetzt ja. Okay. Jetzt explicit, ja. Ja, ja, genau. Okay. Ich habe übrigens festgestellt, ne, ohne Scheiß, da hat der Roland, das ist der Typ, Kollege Roland, unser Freund Roland, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Ganz herzlich grüßen. Und schönen Gruß an Christoph nach Bonn auch. Ja, und nach Ralf nach Frankfurt, der freut sich auch. Nach Ralf nach Frankfurt. Nach Ralf an Frankfurt. Pass auf, wir haben ja die Podcasts auch bei YouTube. Ne? Sowohl unsere Podcasts als auch viele Wege führen nach Om. Dein Podcast, den du mit Roland Mit Roland. Ja. Guck mal, er lacht schon wieder. Du bist ein Arsch, weißt du das? Ich bin kein Arsch, ich finde, du hast das schön rübergebracht. Er hat sich freut sich über das hast du charmant gesagt. Absolut. Und ich habe das notiert. Wir haben in dem Podcast fällt das Wort Porno. Ne, und auf einmal haben wir auf der linken Seite bei empfohlenen Videos, haben wir irgend es war kein Porno, aber ein Video wird da empfohlen, was zum Thema Porno hat. Es ist kein Porno-Video. Schade. Ne, weil gerade hier mit der Abmahnwelle. Die Abnahmewelle. Die Abnahmewelle, die nach Weihnachten wieder eintreten wird. So. Können Sie mal ein bisschen. So, wo waren wir? Ja, 2013. Nach ein paar Wochen Zeit dazwischen Superman, Man of Steel. Ach so. Ja, der ist gut gealtert. Enttäuschend fand ich dieses Jahr Wolverine. Nicht. Auf jeden Fall war für mich eine Enttäuschung. Man of Steel fand ich auch nicht gut. Ja, haben wir doch ich fand gesagt. Man of Steel passt. Ne. Ja, aber es war die Musik. Er hat nicht so richtig. Die Musik ist großartig. Großartig. Hans Zimmer kann ja alles. Thor 2 war Thor auch zwei. Gut. Iron Man 3 war gut. Aber wisst ihr was, Leute? Ich kann einfach so wovon ich die Schnauze voll habe, und ich sag's jetzt nochmal, ich kann diese Alpha-Männchen Superheldenfilme nicht mehr sehen. Deswegen freue ich mich auf Edgar Wrights Ant-Man mit Paul Rudd. Jetzt kommt ihr. Ach, das wusste ich noch nicht. Doch, ist offiziell bestätigt. Nein, wie geil. Paul Rudd, großartig. Paul Rudd als Ant-Man und... Das ist doch wohl wirklich was, worauf man sich freuen kann, oder? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich wünsche mir zu Weihnachten übrigens ein Fläschchen Black Panther. Was? Ja, das... Nee, Sex Panther hieß es doch. Wie ist das Parfüm von Paul Rudd in Anchorman? Ach so. Sex Panther. Sex Panther. Du musst uns auch works sagen, dass 80% of the time, every time. That makes no sense. Ja, großartig. Da freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Gut, das heißt, wir haben in unseren Podcasts, in den bisherigen 4 Podcasts ja auch über das Jahr 2013 geredet. Deswegen schauen wir doch mal nach vorne. Was kommt denn... Nächstes Jahr. Ja, was habe ich denn hier? Ich sage Rise of the Planets of the Apes. Sehr schöner Film, sehr der schöner gesehen Trailer. Werden will. Sehr schöner Trailer. Ja. Nasse Affen. Geschminkte Affen. Genau. Affen. Großartig. Wet Apes 2. Wet Apes in Prison. Ja, Wet Apes in Prison. Ich persönlich, ich bin ein großer Fan. Ich möchte hiermit beantragen, dass Thorsten Sträter jede neu erscheinende Blu-ray
beschriftet, also hinten, wo immer die Zitate draufstehen, also von da spritzt das Blut. Da spritzt die Suppe bis zum Knie. Bis zum Knie. Nasse Affen. Nasse Affen. Ausrufezeichen. Mehr. Das ballert, Sträter. Ja, genau. Das ballert. Ich freue mich auf, was freue ich mich denn? Auf Walter Mitty. Genau, ich bin ein Walter Mitty, ja, den Walter Mitty freuen wir uns alle drauf. Walter Mitty freuen uns alle drauf. Walter Mitty. Walter Mitty, genau. Bitte Dingens. Nein, ich bin ein großer Anhänger des Boxfilm-Genres. Ich auch. Ah, und jetzt spielst mich, du an auf Zwei vom alten Schlag im Zwei Original. Vom alten Schlag, genau, Grudge Match. Zwei vom alten Schlag. Match, Grudge klingt Match. Aber auch so ein bisschen Terence Hilbert Spencer mäßig. Ne? Ist auch ein bisschen Terence Hilbert Spencer mäßig. Ich glaube auch. Stallone? Ich finde die Sequenzen, wo Stallone und, also wir reden von Stallone und De Niro. Und De Niro. Ja. Also von Jake LaMotta und von Rocky Bilboa. Den du ja immer noch nicht gesehen hast. Immer noch nicht gesehen. Immer noch nicht Rocky gesehen. Nein, immer noch nicht. Rocky, du meinst jetzt grundsätzlich den Film? Doch, ich habe ihn mal irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Aber ich habe ihn alle irgendwann mal gesehen. Aber es ist ja auch, es ist der Archetyp des Sportfilms. Also Rocky ist ein Rocky. Für Gary ist das einfach. Ich fand eigentlich First Blood, wie wir Rambo ja nennen, und ja. Nicht Rambo, First Blood fand ich besser als Rocky. Ja, genau, oder wie Zombie im Kaufhaus. Dawn of the Dead heißt ja hier in Deutschland nur Zombie im Kaufhaus. Ja. Also ja, im Trailer zu diesem Zwei vom alten Schlag oder vom gleichen Schlag oder whatever, der De Niro Stallone Film. Der deutsche Titel besser ist als der englische, irgendwie, weil der geschmeidige Zwei vom alten Schlag ist ja mal ganz gut. Das finde ich gut. Ja, das passt übrigens auch Paul Rudd, Dinner für Spinner klingt auch besser als Dinner für Schmucks. Ja, finde ja. Ich auch. Dinner für Spinner ist absolut. Auch ein schöner Film übrigens. Aber sonst sind deutsche Titel schon blöd. Kacke. Ja. Schon, ja. More Money, mehr Geld. Aber More Money war auch gleich direkt von vornherein scheiße. Ja, aber mehr Geld. Mehr Geld. Man muss es ja nicht noch schlimmer. Könnt ihr euch daran erinnern, als Cliffhanger rauskam, dass der erste Trailer, der erste deutsche Trailer für Cliffhanger, dass auf der Kinoleinwand groß Cliffhanger, aber das A war mit Ä. Ja. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Cliffhanger mit Ä. Doch. Ja, haben sie gemacht. Doch. Und da haben die Leute im Kino laut gelacht. Echt? Da habe ich mich als Anglist, habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Ja. Ich immer noch eingeschaut als Herrenschneider, mich als Galt gelassen, aber ich wollte doch nur mal eben anmerken, dass da ruft jemand ich an. Auch was geht im Moment nicht. Ach so. Ja, ignorieren. Ja, also. Dann musst du, ich hätte jetzt, was hättest du gemacht? Funktion ich lege mein Handy einfach weg. Ja, okay. So, Funktion. Jetzt das zoomen hier durch die, das steht hier auf einem Marmortisch. Ja, okay. Ja, das ist schwarzer Carrara-Marmor. Carrara-Marmor. Also, ich finde diese Sequenzen, die ich gesehen habe im Trailer, wo De Niro und Stallone verjüngt worden sind, künstlich Photoshop verjüngt, sehr lustig. Ich weiß nicht, De Niro hat einfach in den letzten Jahren keine guten Filme gemacht. Der letzte gute De Niro Film, pass auf, ich habe gesehen Silver Killing Lining. Season. Okay. Killing Season. Mit Travolta. Mit Travolta. Ich weiß nicht, wo Travolta jetzt wieder die Haare her hat. Ja. Keine Ahnung, ob das beflockt worden ist mit der Eisklebepistole. Ich kann es dir nicht erzählen. Ich weiß nur, dass mit der Film in seiner basischen Art, es geht ja einfach nur um Verbrechen, ich glaube im Kosovo, Kriegsverbrechen wird nur angedeutet und dann möchte Travolta Rache nehmen. Er spielt einen Russen. Er spielt einen Albaner oder so. Also, okay. Aber dankenswerterweise geht der Danneberg da ganz normal dran. Okay, schön. Und sagt, hallo, da bin ich. Toll. Und De Niro, wie wir es haben, und De Niro lebt halt in einer Hütte und macht gar nichts mehr. Und die beiden treffen aufeinander, ein Psychospiel entwickelt sich. Der Film wird dann für De Niro und Travolta ungewöhnlich brutal. Es ist wirklich uiuiui. Und löst sich auf. Also es ist kein großer Film, aber einer, den man sich anderthalb Stunden lang gerne ansieht. Okay. Ja, ein schöner Weihnachtsfilm. Ja, genau. Ja. Okay, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Grudge Match. Ja, okay. Dann steht bei mir noch auf der Liste Edge of Tomorrow möchte ich sehen. Thomas Krause und eine Darstellung, deren Namen ich vergessen habe. Eine Art und täglich grüßt das Murmeltier im Science-Fiction-Genre, in dem Tom Cruise... Wir reden von Emily Blunt. Ich habe jeden Film mit Emily Blunt gesehen. Gut. Auch Cloverfield? Auch Cloverfield ist, da spielt Emily Blunt. Da spielt Emily Blunt nicht mit. Ja, sehr. Aber wo spielt denn in Cloverfield Emily Blunt mit? Die Kreatur. Trotzdem. Emily Blunt spielt nicht in Cloverfield. Da spielen nur unbekannte junge Schauspieler mit. In Cloverfield? Ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass Emily Blunt. Kann auch aufgehen in die DVD holen. Haben wir denn? Cloverfield von J.J. Abrams, der produzierte der Film. Mhm. Da spielt Emily Blunt nicht mit, definitiv. Ist Emily Blunt, nur damit wir auf einer Seite sind, ist das, die hat doch Lachs mit Hugh Mc... Ja, ja, die spielt da mit. Nein, die spielt doch, mit. Jetzt bin ich mir sogar hundertprozentig sicher. Ja. Okay, dann wette ich, nehme den Wetteinsatz an ja. Und sage,
Top. Top. Die Wette, quillt. Um was wetten wir denn eigentlich, Gary? Nächste Kino, wer den nächsten Kinobesuch zahlt. Ja. Nein, okay. Nein, ich bestimme den Film, in den ihr zusammen geht. Nein, ich hätte gerne im nächsten Podcast darüber berichtet, das stimmt. Also, okay. Wenn Gary gewinnt, bestimme ich den Film. Okay. Und wenn ich gewinne? Ja, was du ja nicht tust, weil... So. Das kann jetzt wir müssen mir was wünschen. Wir müssen diese Pause jetzt mal überbrücken. Ja, ja. Film des Jahres, trotzdem nochmal, um rückblickend zu werden. Für mich ganz klar... Überraschung. Gravity. Gravity, ja. Gravity, absolut. Film des Jahres. Da also sind wir uns einig. Ein ganz, großes Ding. Ganz genau. Es gab viele Filme, die ich nicht gesehen habe dieses Jahr. Rush habe ich nicht gesehen. Die Biografie. Rush habe ich gespielt bei Battlefield. Von Jennifer Rush. Okay. Wie, von Jennifer? Ist das ein Biopic? Nein. Ja, das stimmt. Das ist Niki Lauda und Jennifer Rush. So. Ach so, ach ja, der ja, Niki Lauda. Okay, schön. Lincoln. Jennifer Rush. Lincoln habe ich nicht gesehen. Lincoln habe ich nicht gesehen, recht dann auch nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich leider auch nicht. Es gab halt, so viel hat mich dann die amerikanische Geschichte. Ich habe auch Fast and Furious nicht gesehen. Muss man jetzt nach dem sehr tragischen Tod von Herrn Walker nochmal alle Fast and Furious Filme sehen? Ist das eine Frage? Nein. Ich habe noch nicht einen gesehen. Ja, okay, gut. Ich bin jetzt auch keiner, der nachts mit seinem Passat am Rewe steht. Ich kann da ganz wenig zu sagen. Ja, okay, gut. Ja, dann sind wir eigentlich durch jetzt. Ja, ne? Dann können wir da mal fertig bist. Star Trek war gut. Star Trek war ein guter Film. Star Trek war in Ordnung. Star Trek war gut. Ja, Star Trek, Schmauk, was ist hier los? Welcher Film ich auch sehr gut gewesen sein muss, wenn ich auch nicht gesehen habe, ist der Film von über Liberace mit ja, Michael, den habe ich leider auch nie gesehen. Mit Michael Douglas und Matt Damon. Und genau. Der letzte Film von... Was hab ich habe doch hier auch eine Liste mit den schlimmsten Filmen. Also das ist total interessant bei Cloverfield ist, dass sie sowas von hart nicht mitspielt. Ja. So. Aber sowas von... Was? Emily Rosa, das spielen nur... Rob Hawkins, Beth McIntyre, Jason J.J. Hawkins, Marlena Diamond, T.J. Miller, Hudson Hart, Platt, Lily Ford und Russe auf der Straße gespielt von Pavlichikov. Aber es ansonsten. Das spielen nur. Cloverfield, Deutsch Kleefeld. Rockt nicht so, ne? Nee, muss man ganz klar Kleefeld sagen. Rockt nicht so. Hätte man machen sollen, oder? Kleefeld. Wo wir gerade, bevor Thorsten den Film bestimmt, in den Gary und ich reingehen werden, was sagen wir zu dem Godzilla-Trailer? Wir lieben den Godzilla-Trailer. Wir lieben den Godzilla-Trailer. Wir lieben den Godzilla-Trailer. Ja. Obwohl, ich meine, der Regisseur, der hat ja einen Film gemacht, der hieß Monsters. Ja. Ja. Den hat er für 2,50 Euro gemacht. Ja, 7 Euro. Von daher war es in Ordnung, aber der Film selber, Monsters, ist absolut langweilig. Jetzt siehe den Trailer von Monsters 2. Sie hat den Film ja gemacht. Und in Monsters 2 haben sie Monster die komplette Erde überschwemmt. Ich weiß jetzt nicht, warum er dann auch noch Godzilla gemacht hat, aber es muss irgendeinen tieferen Sinn haben. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich den Godzilla-Trailer heiß herbeigesehnt habe und es hart gefeiert habe. Erstmal ist diese Absprungsequenz unglaublich großartig. Ja, ja, großartig. Dann dieses erahnbare, unglaubliche, unmenschliche Vieh. Dann ist es geil, dass Walter White wieder irgendwas kocht in dem Film. Ich freue mich riesig drauf. Ja, Godzilla, das, ja. Also, ich bin jetzt bei Ende von Staffel 2. Ich bin ja anders als ihr. Ja. Wisst ihr? Ja. Ich habe jetzt Ende von Staffel 2 von Breaking Bad und bin Fan. Ja. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen zu gucken. Ja. Mit meinem Patensohn, 17 Jahre alt. Und der stellt mir dann so Fragen, wie ist das denn so, wenn man Crystal Meth nimmt? Wie ist das denn so? Macht das wirklich und so? Ja, da konntest du ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich könnte aus dem Nähkästchen plaudern. Hab mir eins gekauft und hab dann ausgeplaudert. Ja, In welchen Film gehen wir denn jetzt rein, Gary? Überlegst du noch? Ich sag dir das gleich. Okay. Am Ende werde ich es verkünden. Es muss ja jetzt was Aktuelles. Ihr habt ja noch Zeit bis vielleicht, Januar. Vielleicht können ja unsere Zuhörer... um Gottes Willen, fangen erst so eine Scheiße Gottes nicht an. Um Gottes Willen. Ich habe... Okay, sind wir bei Filmen jetzt durch? Nee. Nee. Wir können auch über Videospiele sprechen. Ja, ich habe noch eine sehr schöne Hörspielserie. Ich habe Veep gesehen, die Vizepräsidentin mit Julia. Also V-E-E-P. Steht ist ein Kürzel für Vice President. Eine sie spielt sie spielt die Vizepräsidentin der amerikanischen Staaten. Julia Louis-Dreyfus, bekannt aus Seinfeld. Ja. Ist eine HBO-Serie, das heißt, es wird sehr, sehr viel geflucht. Ja. Sehr explizit, ist eine Mischung aus Curb Your Enthusiasm und The Office. Ja. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt.
Also eine sehr, sehr, sehr schöne Serie. Ja, wenn ihr jetzt nichts habt, würde ich jetzt mit meiner Hörspielsache um die Ecke kommen. Ja, zuletzt noch, ich empfehle für die Leute, die Watch Ever haben, dort gibt es jetzt eine Dokumentation über echte Superhelden in Amerika. Oh ja. Gucken, wenn ich weiß, dass es eine Liga echter Superhelden in Amerika gibt, Leute, die gut organisiert sind, die in dieser Dokumentation mitspielen, deren Namen mir entfallen ist, ich google es gleich, die gehören nicht dazu. Okay. Da ist zum Beispiel, ich glaube, er ist Master Captain oder Captain Incredible, der einen Stahlhelm trägt, Fußballkleidung, ja, das Cape unter dem Ding, Bier auf der Straße trinkt und sagt, er hätte besondere Fähigkeiten. Da sind schon gute Typen bei. Ja. Hat irgendjemand Ender's Game gesehen? Nee. Okay, gut. Okay. Schön, dass du darüber geredet hast. Hat einer Inside Levine Davis gesehen, den neuen? Oh, noch nicht. Der steht aber auch auf der Liste. Ja, bei mir auch. Der steht bei mir auf der Liste direkt hinter Robocop. Und wenn Robocop gut war, gucke ich den nochmal und dann. Im Januar startet die dritte Staffel von Sherlock. Ja. Freue ich mich sehr. Wir sogar fiebern dem entgegen, wir fiebern den. Ich brauche die aber synchronisiert, ich kann ja nicht abhaben auf Englisch. Ah, ich liebe das auf Englisch. Ja, ich liebe die Stimme von. Das auf Englisch. Wenn Sherlock, Anglizist, ich als Herrenschneider muss wenn wirklich, Sherlock spricht wie Schmauk, dann finde ich das sehr gut. Ist, kommt es nicht direkt am 1. Januar? Ich glaube schon, ja. Ja. Im Februar kommt die zweite Staffel House of Cards. Mhm. Bei Netflix. Ja, ist schon der erste Trailer, kann man schon. Und ja, der ist ein sehr nichtssagender Trailer, aber schön gemacht. Ja, das ist also so ein Teaser-Trailer. Ja. Mittlerweile gibt es ja auch Teaser für Trailer. Es gibt auch Teaser für Teaser-Trailer. Ja, ganz genau. Und das wird immer ganz groß angekündigt. Hat irgendjemand sechs Tage bis zum Teaser-Trailer. Genau. Hat irgendjemand den dritten Hangover gesehen? Nee. Ja, den fand ich scheiße. Da sind wir nämlich bei den schlechtesten Filmen 2013. Ja. Ja, und da gehört Hangover 3 definitiv dazu. War ich enttäuscht von, weil ich fand auch aus der Sicht des Drehbuchautors, ich fand es unheimlich bedenklich, dass man dieser Figur, die eigentlich nur eine Comic-Relief-Figur war, dass man die da praktisch zu einer Hauptfigur gemacht hat. Der Chinese, nein, nicht der Chinese, der Dings, der mit dem Bart. Zack Galifianakis. Ja. Das nervte mich. Also das, ich habe ihn auch nicht gesehen, nachdem ich den zweiten gesehen habe und habe gedacht, um mit Herrn Sträter zu sprechen, Zeit, die nicht wiederkehrt. Ja, ganz genau. Freuen wir uns auf Spider-Man? Ja, wir freuen uns auf Spider-Man. Doch. Ich meine, der Einsatz ist ein Zehner. Sicher freuen wir auf Spider-Man. Ja, natürlich. Also, dann Charles Rettinghaus als Elektro. Genau, da freuen wir uns drauf. Und Paul Giamatti als Rhino. Rhino, das sieht auch gut aus. Wisst ihr, was mir manchmal, glaube ich, deswegen mir manchmal auf den Sack geht, wenn ihr immer die Synchronsprecher so hoch lobt? Wisst ihr was? Weil ihr und ihr seid alle so Hörspielfans, ne? Ihr fragt, aber ihr habt einen Autor, einen Hörspielautor hier sitzen, ihr habt mich noch nicht einmal gefragt, wie das so ist als Hörspielautor. Wenn man als Hörspielautor Hörspielsprecher nicht kennt. Wie ist das denn so, Gary? Wie ist das denn so? Fühlt man sich dann, ärgert man sich dann, wenn die Leute, die Hörspielfans sind und mit einer am Tisch sitzen, mehr wissen über Hörspielsprecher als man selber, wo man doch. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich hab dir das schon mal gesagt. Ich kann ein Auto fahren, ich muss es nicht reparieren können. Das heißt also, ich das weiß ich ja. Da habe ich ja auch gar keinen Einfluss drauf. Das ist eine gewagte Analogie. Da habe ich ja auch gar keinen Einfluss drauf. Freu dich doch darauf, dass wir die Deppen sind, die sich die Hörspiele kaufen, die du schreibst. Ja, eben. So, und dann kommen wir mal zu Hörspielen. Das war ein sehr schöner Übergang, Gary. Es gibt eine sehr schöne neue Hörspielreihe, die ich hier mitgebracht habe, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil es ist ein Ich kann das Cover kurz beschreiben. Es sind sehr schöne Cover. Die Serie heißt Meister der Angst. Es sind bisher 4 Folgen erschienen. Mediabühne ist bei Random House erschienen. Mediabühne ist eine Zusammenkunft Hamburger Schauspieler, Künstler, die Klassiker der Literatur ins Hörspiel umgesetzt haben, wie zum Beispiel Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson, Jack the Ripper, sehr angelehnt an Der Elefantenmensch, großartig. Und der Doppelmord in der Rue Morgue von Edgar Allan Poe. Wie heißt das? Poe. Das Schöne ist, er heißt Poe. Es sind sehr schöne Cover. Das Schöne ist bei diesen vier individuellen Hörspielen, dass sie irgendwie miteinander zusammenhängen. Es gibt Querverweise, gibt Rollen, die ineinander übergehen. Bei Jack the Ripper spielt der, Jack the Ripper ist sehr angelegt an From Hell, wie gesagt, spielt der hervorragende Helmut Krauss.
Hervorragenden Sir William Gulls. Eine großartige Rolle. Und Frank Laubrecht spielt den Inspektor, auch in den anderen kommt er kurz vor. Wir alle wissen, Frank Laubrecht spricht normalerweise Leute wie Kevin Costner. Pierce Brosnan. Ja. Pierce Brosnan. David Bowie. Ja. Polizeipräsident John Sinclair. Warren. John Sinclair natürlich. Ja, guck mal, ja. Ne? Ah, hab ich gewusst. Guck mal. Ja. Premierminister Salisbury wird gesprochen von Konrad Halver, was ein kleines bisschen darauf hindeutet, diese Produktion schon von früh angefangen. Ich habe mich auch sehr erschreckt, als ich Konrad dann hörte. Es ist nur ein kleiner Auftritt, aber Konrad ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht, es geht einfach sehr, sehr schnell immer alles, gestorben und eine absolute Hörspiellegende. Eine weitere Hörspiellegende spricht mit in den Morden der Rue Morgue und zwar ist es, gib ihn mir doch mal bitte eben. Wir haben Peter Kirchberger, ein absolut legendärer Europasprecher. Er spricht jetzt Ernie, hat unter anderem Elvis Presley synchronisiert in den super tollen Elvis-Filmen. Peter Kirchberger, ganz großartig. Andreas Fröhlich spricht die Doppelhauptrolle in Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Andreas Fröhlich kennt sich natürlich, was Schizo angeht, natürlich sehr gut aus, weil er ja auch Gollum spricht. Er hat ja nicht nur die Synchronregie von Herr der Ringe übernommen. Und nicht nur das, man sieht aber auch, Andreas Fröhlich ist echt so ein Spezialist für ein bisschen anspruchsvolle Stoffe. Absolut. Also er geht nie an totalen Bullshit. Nein. Till Hagen spielt auch noch. Till Hagen, die deutsche Stimme von Kevin Spacey. Ganz genau. Gordon und Peter. Sascha Rotermund auch ist immer dabei. Auch dabei. Immer dabei. Kahn! Immer dabei. Gordon Petersack ist auch dabei. Und Chantilly, gesprochen von Santiago Ziesma. Ja, dein auch Einsatz, Hennes. Santiago Ziesma hat eine ganz wunderbare Rolle als Artist, als Akrobat. Also absolut hochkarätig besetzt. Die CDs sind alle, haben wir noch einen vergessen, Jack the Ripper. Ja, sollten vor allen Dingen mal besonders hervorheben, aus Jack the Ripper, Patrick Bach. Patrick Bach ist super. Klingt so ein bisschen nach enger Pelomino-Jeans und Polohemd mit hochgeklappten Kragen. Nein. Ist aber A, ein großartiger Typ. B, ein Typ, der scheinbar nicht altert. Und nein. C, einer, der absolut ein furioser Schauspieler und Hörspielinterpret ist. Patrick Bach spricht auch. Also wie gesagt, die Serie Meister der Angst, unangeschränkt empfehlenswert. Großes, großes Hörspielkino. Sie sind sehr lang. Sie kommen fast an die 78 Minuten ran. Wer hat sie denn geschrieben? Wer hat sie denn geschrieben? Hä? Steht da alles drin? Ja, das war ja klar. Interessiert kein Schwein. Wieso? Gary. Doch. Natürlich interessiert es, wer es geschrieben hat. Aber das sind Dinge, die... Mediabühne Hamburg, großes Kompliment. Alles kaufen von der Mediabühne Meister der Angst. Und Patrick Bach, brauchen die noch Autoren? Sehr schöne Cover. Was? Meinst du, ich sollte mich da mal melden? Bewerb dich jetzt über den Podcast. Ja, das ist ja... Irgendwas für irgendwas Patrick muss Bach, es ja gut sein. Patrick Bach, ein toller Schauspieler, Sprecher, spricht in der neuen Batman-Folge Inferno 1... die wird vier Teile umreißen, spricht er einen Enfer, heißt er. Enfer ist ein französischer Pyromane. Ah. Das ist ein Unterbösewicht. Es kommt noch ein anderer Bösewicht vor. Und zwar, tada, der Joker. Gesprochen, großartig gesprochen von Christian Rudolph, den ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Christian Rudolph. Und zwar ist es ein Joker. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, wie wird der Joker im Hörspiel sein? Er ist halt nicht so wie der Joker in Christopher Nolans Universum, er ist nicht so wie Jack Nicholson, er ist eigentlich ein bisschen so, wie Mark Hamill ihn gesprochen hat in den Cartoon-Serien. Okay. Also okay. Halt auf Deutsch. Also für alle, die einerseits erwachsene Nerds sind und andererseits sich Batman-Zeichentrickserien im Original angucken, die wissen jetzt, wie es klingt. Ansonsten lege ich aber gerne mal ganz kurz die CD ein. Müssen wir nicht, aber ist auf jeden Fall ganz großartig. Batman Inferno 1, Hölle. Vier Teile. Später. Nice. Ich danke dir. Genau. Ich passe gut drauf auf. Alles klar. Wunderbar. Wir sind jetzt bei 42 Minuten 44. Ja, gut. Da können wir noch was drauflegen. Wir können noch ein bisschen was drauflegen. Ich habe jetzt, wie viele Wochen mit den neuen Konsolen, mit den Next-Gen-Konsolen? Ist das eine Frage, die du dir stellst oder uns? Was denn? Du bist in dem Alter, wo du Fragen stellst, die du eigentlich dir stellst. Ich meine, das ist mir bei mir auch schon aufgefallen. Echt? Du hast jetzt wie viele Wochen mit den neuen Konsolen? Ach so. Ja. Weiß ich nicht. Seitdem sie raus sind halt. Ja. Und kann sagen, ich habe noch nie so viel Nerven gelassen wie jetzt bei diesem Launch von diesen Next-Gen-Konsolen. Also das im Moment funktioniert noch gar nichts. Also die Leute, die jetzt unterm Weihnachtsbaum sitzen und am Weinen sind, weil sie ihre Konsolen erst im Februar... Sehr kleine Menschen übrigens, die jetzt unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Viele stehen noch drunter und versuchen mit den Fingern in die Äste zu kommen. Die brauchen nicht traurig sein. Verzagt nicht, Leute. Weil momentan ist da funktioniert nichts. Vom Party-Chat bis hin zur
Framerate und was nicht alles. Also Spielen ist im Grunde nicht möglich. Im Grunde sind es sehr dekorative. Sie haben sehr schöne Gehäuse, nicht wahr? Sie haben sehr schöne Gehäuse. Die PlayStation. Hast du die PS4? Ja. Ja, und? Die PlayStation ist sehr gut. Ja. Tatsächlich ist sie grafisch einen Tacken besser als die Xbox. Alles wirkt ein bisschen knackiger irgendwie auf der PlayStation. Das ist mein Eindruck. Der neue Controller ist eine Wucht. Ja. Also ist wirklich toll, kann man die sich drauf freuen. Wucht in Tüten, kann man das so Wucht sagen? In Tüten. Okay. Und bei der Xbox, da wirkt alles so ein bisschen überfrachtet mit diesem ganzen Windows 8 Look irgendwie. Es funktioniert alles, die Sprachsteuerung funktioniert ganz gut. Xbox einschalten. Habe ich mal versucht, aus unserem Vorraum, hier aus unserem Eingang heraus. Und die Klospülung. Und und tatsächlich war die Xbox dann auch an und ich konnte sofort spielen. Ja. Aber wie gesagt, EA und hat DICE haben Probleme. Hat die direkte Leitung zur NSA auch, die ja, Xbox? Ja, wahrscheinlich, ja, super. Ja. Ja. Und du hast eine Pflegestufe dabei. Ja, vor allen Dingen, das Pikante ist dieser Party-Chat, der ja so groß... Hast du eben das Pikante gesagt? Ja, das Pikante. Ja, lass mich doch mal zusammen. Es ist eine quirlige Konsole, aber das Pikante da ist... Oberst Gary Streberg verzaget dich das Pikante... Wenn Sie unterm Baum sitzen. Erzähl mal. Sie sind vielleicht für was erstaunt. Für diesen Party-Chat. Party-Chat? Ja, du bist PlayStation, du kennst das nicht. Also beim Party-Chat lädst du Kollegen ein, man ist dann in einer Party, also in einer Gruppe. Ja, man könnte ich auch von Gruppen-Chat. PlayStation 3, ja. Ja, da, nein, aber da ja. gab es das nicht so in der Form. So, und pass auf, und jetzt der neue Gibt's Codec, Fragen? Der neue Codec. Lass mich doch jetzt mal ein bisschen, ich wollte informiert werden, ihr Arschgeigen oder nicht. Der neue Codec ist schützt die Arme. Nein, das ist der Skype-Codec. Also so. Der Klang von der Sprache ist wirklich kristallklar, muss man Ach wirklich so, sagen. Echt? Das okay. Problem ist aber, dass man dafür an dem Router, das benutzt irgendwie so ein besonderes Protokoll, wo die Firma AVM, die ja. stellen diese Fritzboxen her, gleich gesagt haben, die sind bei uns gesperrt, diese Ports, weil das sind große Sicherheitslücken. Also das ist ungefähr so, als wenn du deine Wohnung jetzt hier aufmachst und sagst, kann jeder mal reinkommen. Willkommen beim WDR Computer Club. Genau, also das ist mit anderen Worten, also da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, oder man muss sich im Klaren sein, dass man da wirklich die NSA dann tatsächlich, also wirklich sprichwörtlich... Ich freue mich auf Mario Kart 8. Ja, das war ja klar. Natürlich. Ja. Okay. Was läuft leider nicht auf der PlayStation, nicht auf der Xbox. Haha. Naja, egal. Nee. Dafür ja. gibt es aber nicht for Speed. Sind wir bei Weihnachtsfilm, liebe Freunde? Wir sind bei Weihnachtsfilm. Bei Weihnachtsfilm sind wir überhaupt, ob ich ein großer Weihnachtsfreund bin. Fragt mich doch bitte mal, ob ich Bist du eigentlich ein großer Weihnachtsfreund, Thorsten? Nein, Mann, ich bin kein großer Weihnachtsfreund. Ich freue mich, dass ich meinem Sohn eine Freude werde machen können und auch viele Freuden. Aber ich selber... Ich fühle mich speziell in diesem Jahr nicht für 50 mm irgendwie mit Weihnachten verbunden. Wenn es nach mir geht, würde ich jetzt im Flieger steigen und mich verpissen. Und eigentlich geht's nach mir. Boah, bin ich wieder düster unterwegs. Und ihr so? Ja. Das Fest der Besinnlichkeit. Ja, sicher. Wie gesagt, verzaget nicht. Es gibt auch... Ich wohne ja im Epizentrum der Bochumer. Ich wohne im Weihnachten. Tatsächlich, ja. Und ich bin froh, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Mich hat es dieses Jahr nicht so besonders genervt. Ich habe auch nur einmal Last Christmas gehört, ich habe nur einmal Glühwein getrunken. Ja, ich glaube, je älter ich werde, umso eher geht mir das auch am allerwertesten vorbei. Am Arsch vorbei. Aber es gibt einfach sehr schöne Weihnachtsfilme, Fröhliche Weihnachten natürlich. Ja. Der hoffentlich wieder kommt, ne? Im Fernsehen, oder? Fröhliche Weihnachten mit Ralphie? Ja, genau. Der ja. Der lief auf DVD nicht rauskommen kann, wegen irgendwelchen rechtlichen Scheiß. Ist das so? Also das in Amerika ist mittlerweile die Hyper-Infra-Super-Special Edition. Ganz toller ja, Film. Einer der besten. Fröhliche Weihnachten. Ein Film, viele sagen ja, den ersten Die Hard ist ein schöner Weihnachtsfilm. Auch. Da kommt natürlich mein Lieblingsweihnachtsfilm, wieder auf Batman zu kommen. Ist Batmans Rückkehr, Batman Returns, mein Lieblingsweihnachtsfilm. Batman Returns ist ein großer, wunderbarer Weihnachtsfilm. Ja. Max Schreck. Apropos Tim Burton, ich habe mir gerade The Nightmare Before Christmas auf 3D Blu-ray gekauft. Und der kann was sehr was Schönes auf 3D. Trotzdem, für mich absolut der 3D-Film der letzten Tage war Creature from the Black Lagoon. Oh, ist das so? Von Jack Arnold. Was? Jack Arnold. Produziert. Wieder, ja, der alte Schwarz-Weiß-Film. Ist in 3D gedreht worden. Es ist ein Mörder-3D. Das 3D ist
sagt man das 3D, die 3DS ist egal. Die 3D-Fassung ist unglaublich gut. Ja. Also es ist wirklich, dir kommen Sachen entgegen. Du würdest sagen, es ist Kirmes 3D. Es ist absolut hochwertig. Es ist nicht grisselig. Es ist kein Scheiß. Es ist fantastisch. Also wenn man jetzt überlegt, es gibt noch wirklich noch 3D-Filme da draußen, die damals gedreht worden sind. Viel natürlich Creature auch from the Black Lagoon. Ich kann ihn dir dann auch leihen. Es ist ein Hammer. Klassiker. Es ist wirklich, also du siehst, er fängt an und es ist 3D. Und es wir haben ihn aber in unserer zeitgemäß 3D in unserem gestochen scharfes, schwarz-weißes 3D. Hervorragend. Ja. Großartig. Wenn ich überlege, dass da noch draußen noch so ein paar Sachen schlummern in 3D, auch die Sachen, die William Castle ja produziert hat. Ja, da freue ich mich doch sehr, sehr drauf auf das, was aus der Vergangenheit in die Zukunft zurückkehrt. Ich weise hier nochmal ganz kurz auf den kurz am Tisch liegenden Pacific Rim hin. Ja. Pacific Rim ist ein Film, den haben wir im Original gesehen, bei der Preview. Ich hatte da Fragen, aber ich konnte der Handlung weitestgehend folgen. Ja. Wir es hat dich intellektuell nicht überansprucht. Ja. Genau. Wir hatten großen Spaß im Kino. Absolut. Auch als dann Guillermo del Toro auftauchte und sagte, ich möchte nicht zu viel verraten, aber in diesem Film geht es um Roboter und Monster. Ja. Das fand ich schön, dass er einfach nicht die Katze aus dem Sack gelassen hat. Ja, ganz genau. Ein bisschen Suspense muss er sein. Dennis Moodmaster, das als nächstes eingeblendet wird, nach einer wahren Geschichte. Passt doch auch sehr schön. Der Titel, erst nach einer halben Stunde ungefähr, ist erst der Titel eingeblendet wurde. Und Ron Perlman ist großartig. Day ist großartig. Ich habe ihn vor ein paar Tagen noch gesehen. Die 3D-Sequenzen sind, also ich meine, der Film ist komplett in 3D, aber alles, was rein computeranimiert ist, ist von vornherein in echt 3D gemacht worden. Es war der beste, schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe ihn auch vor ein paar Tagen noch mal gesehen und er hat mir beim zweiten Mal gucken tatsächlich noch mehr Spaß gemacht und meine Frau hat ihn zum ersten Mal gesehen und bei diesem Finale, als sie da in dieser Felsspalte da drin war. In dem Rim, ganz genau. Da meinte sie, mein Gott, ist das spannend. Und ich dachte eigentlich, naja, im Grunde weiß sie doch, intellektuell weiß sie doch, dass alles gut geht, irgendwie, dass die Helden irgendwie so. Und da habe ich mich gefragt, das Thema ganz kurz, auch bei Herr der Ringe ist auch das perfekte Beispiel, die Heldenreise, warum das immer noch so aktuell ist. Hennes. Warum? Ich meine, guck mal, du bist so begeistert von Herr der Ringe. Warum denkst du, dass das immer noch funktioniert? Die Heldenreise? Ja, die Heldenreise. Wir haben das Milliardenmal gesehen, seit Menschengedenken, seitdem es Höhlenaufzeichnungen, seitdem es Höhlenbilder gibt. Der Aufbruch und das Zusammenrotten verschiedener Menschen immer noch eine Faszination auf uns ausübt. Gerade wir, die wir Balkonpflanzen haben, das Haus nicht verlassen. Das Überwinden der eigenen Trägheit. Wohnen eben bei anderen Leuten gerne bei. Genau. Ja. Und ist Leute klopfen an die Tür und sagen, komm, geh mit und dann gehst du mit. Es ist faszinierend zu sehen, wie andere ihre Komfortzone verlassen, während man selber in einem Kinosessel sitzt. Und man weiß, es kommen Gefahren. Und ich habe selber an mir festgestellt, das Abenteuer ist eine tolle Sache, gerade auf Distanz. Ja. Also wir haben das Thema... Wenn ich den Arsch hochkriegen würde... wäre mein Leben ein Abenteuer. Wir hätten keinen Scheiß. Ich meine, wir haben in unserem neuesten Podcast vom Roland Heeb und mir, das viele Wege führen nach Rom. Da haben wir sind Helden und ihr auch. Und da geht es ja auch darum, dass wir alle haben ja unsere eigene Heldenreise. Ne? Ich meine, Hennes. Du hast deine eigene Heldenreise, Thorsten hast deine eigene Heldenreise. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu metaphysisch hier alles. Ja, aber ich will nur ganz kurz, also wer sich für das Thema interessiert, der sollte da unbedingt reinhören. Auf jeden Fall den Podcast von Gary und Roland. Ja. Die zweite Folge war, warum sehen wir uns nach der Zombie-Apokalypse? Also, warum sehen wir uns nach der Zombie-Apokalypse? Ja, weil die wahrscheinlich warme Fleischwurst mitbringen. Ja, genau, ich denke auch. Genau, ich glaube, wir sehen es, nach zwei Wochen würden wir sagen, okay, es ist auch mal gut. Ja. Ich stelle es mal vor, wie ein Tag im Phantasialand letztes. Es kommt darauf an, wo man lebt. Also es gibt Orte, wo man... Ich denke, mit dem Sauerland würdest du es gar nicht mehr. Ja, ich stelle das jetzt nicht zur Diskussion. Ich sage nur, wie der Titel von der zweiten Episode. Du möchtest. Ja, ich wollte das nur zur Information. Also wir nähern uns solchen Themen durchaus. We can be heroes. Ja, aus einer Nerd-Perspektive auch durchaus solchen tief philosophischen Themen. Quasi von Nerd nach Süd. Ja, genau. Von Nerd nach Süd. Genau. Nee, ist toll. Also Heldenreise, du hast recht. Wir haben jeder unsere persönliche. Ich werde gleich als Hulk zum Lidl gehen und holen, was ich brauche für die Feiertage. Da bin ich gespannt. Ich freue mich drauf. Wir haben jetzt 53 Minuten. Ich bin immer noch gespannt, in welchem Film Gary und ich gehen werden. Über den wir natürlich im nächsten Podcast nächstes Jahr werden zusammen gehen. Und zwar
direkt nach Weihnachten in die Komödie Buddy. Dann wird sie mir darüber berichten. Oh, ich wusste es. Und dann ich wollte nur sagen, dass Hennes wird zu mir kommen und wird sagen, der war sehr, sehr lustig. Denkt an meine Worte. Okay. Die Filme, die ich gesehen habe von Michael Bulli-Herbig, haben mir auch eigentlich immer Spaß gemacht. Ich hätte überlebt, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Schuh des Manitou war durchaus okay. Als Genre-Parodie. Die Star Trek-Sache fand ich nicht so doll. Und was habe ich denn noch gesehen? Ich sag dazu nichts. Ich habe da nichts von gesehen. Vicky habe ich gesehen, ja. Ja, ich bin gespannt. Es ist ja so eine, es ist ja diese es ist ein Experiment. Schutzengel-Geschichte. Ich bin sehr froh, dass ich in keinen Til Schweiger-Film muss. Danke, Thorsten. Oh ja. Nee, das kannst du jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. Und wir werden in Buddy gehen. Wir werden über Buddy gehen. Ja, wir werden in Buddy gehen. Ein Buddy-Movie. Und ein Buddy ich glaube, er wird euch gefallen. Hast du ihn denn gesehen? Nein, also. Der Start wäre es am 25. Aber ich habe so das Gefühl, der wird euch gefallen. Okay. Weil ich glaube, dass ihr seid zwar harte Knochen, die jeden Dreck auf Originalität überprüfen und auch darauf, ob es im Originalton ausgestrahlt wird. Aber ich glaube, mal so eine deutsche Komödie, das tut euch mal ganz gut. Dann kriegt ihr mal die alten knochigen Füße. Balsam für die Seele. Balsam für die Seele. In diesem Sinne, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann erzählt es weiter. Verlinkt es auf allen möglichen viralen Portalen. Facebook, YouTube, Twitter, whatever. Wenn ihr es kacke fandet, packt euch mal in die eigene Nase. Ihr kriegt hier gar nichts gewürdigt. Ja, ganz genau. Ihr hört einfach nur ihr dürft das hören. Genau. Ja, genau. Wir sind natürlich, freuen uns über Kritik und über Lob. Wir freuen uns nicht über Kritik. Das ist totaler Unsinn. Das stimmt, könnt ihr mal eigentlich weglassen. Ja? Kritik. Was für eine Kritik denn? Der Podcast ist dann fertig. Da kannst du eine Kritik in die Haare schmieren, was für Scheiße, so kurz vor Weihnachten. Aber wir freuen uns kein Stück über Kritik. Wie reagiert einfach auf uns? Konstruktive Kritik. Konstruktive also Lob. Kritik. Lob. Das ist, Lob ist das. Die Form von konstruktiver Kritik, die man Lob nennt. Die könnt ihr loslassen. Ansonsten ist wirklich, ich hab so den Kaffee auf. Ich freue mich sehr auf den nächsten Podcast. Ja. 2015. Im Januar. Deswegen sagen wir jetzt frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn ihr Weihnachten nicht braucht, in die Fresse vom Sträter hätte ich jetzt gerne audiovisuell übertragen, als ich frohe Weihnachten sage. Ich, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Fest Dominosteine, echt? Ich freue mich. Wir machen jetzt, drehen jetzt noch einen kleinen Videoteaser. Ja. Und machst du das jetzt gerade? Ich mach mal so B-Roll. Hast du ja ein iPhone 5 hinten mit Napa-Leder überziehen lassen? Ja. Das ist ein Vogel. Was okay, bevor dieser Podcast ausartet, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir hören uns 2015. Genau. Bis dahin, lutsch mich rund und nimm mich Bärbel. Und vielen Dank nochmal an den wunderbaren, großartigen Martin Kessler, der uns das so einsprach, leger im Stehen. Wie nur er es kann. Wie nur er es kann. Ganz genau. Macht's gut. Bis alles gut. Mach jetzt das Scheißding aus. Mach den Scheiß aus jetzt. So. Wo geht das? Oh, ich hab gar nicht angehabt. Doch, nein. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Sträter, Bender und Sträter, Bender und Strehberg.